am Anfang an sich überlegt, welche Themen uns wichtig sind, über welche Themen wir gerne den Politikern Fragen stellen würden, haben dann auch einzeln dann dazu recherchiert und dann die Ergebnisse im Prinzip zusammengetragen und auch selbst erstmal darüber diskutiert, wie wir zu den Themen stehen. Und das finde ich eigentlich sehr interessant und das hat mir auch Spaß gemacht. Dann haben wir uns halt auch versucht, in die Politiker hineinzuversetzen, also durch Rollenspiele, dass wir halt uns auch auf die Interviews vorbereiten können. Und das waren eigentlich immer sehr interessante Übungen und auch teilweise sehr lustig. Also ich fand die Rollenspiele teilweise sehr lustig, weil es war schon interessant, wie sich manche Leute dann in die Politiker hineinversetzen konnten. Also ich fand, es war auch eine gute Übung fürs Interview dann. Und es war halt auch immer sehr witzig, wenn dann die Person, die den Politiker gespielt hat, dann ähnliche Antworten gegeben hat. Jetzt gerade mal an den Kameramann gerichtet. Es hat wirklich geholfen, das mal durchzuproben vorher. Ja, es war mega interessant auf jeden Fall. Und dann eben, als wir die Interview-Gäste eingeladen haben, unsere Politiker, haben wir die dann halt interviewt und denen halt unsere ausgearbeiteten Fragen präsentiert und gestellt. Also ich muss sagen, mir hat echt Spaß gemacht, die Politiker zu interviewen, weil es ist echt nicht alltäglich, wenn man jemanden trifft so und aus der Politik, weil das wirkt immer so fern und so und so, als wären Politiker so aus einer anderen Welt. Und es war schon cool, so die mal zu treffen und auch mit manchen Themen zu konfrontieren. Ich wollte ja anfangs eigentlich nicht selber interviewen, wurde dann allerdings etwas bearbeitet und habe dann doch zugestimmt und war jetzt ja im Endeffekt auch bei allen Interviews dabei. Ich muss sagen, am Anfang fand ich das auch gar nicht so toll. Also jetzt am Ende war es schön. Das, was ich gemacht habe, ich bin ja erst später dazu gekommen, war eigentlich nur die Fragen stellen, die die anderen sich ausgedacht haben und mich vielleicht noch ein bisschen bei den Treffen zu beteiligen. Ich durfte filmen. Also nicht, ich habe die beweglichen Bilder quasi gemacht. Ich bin mit dem Handy durch die Gegend gerannt und habe Aufnahmen gemacht von den Politikern, aber auch von unseren Interviewern. Also es war schon cool, den Politikern Fragen zu stellen, zu sehen, wie sie darauf reagieren und wie sie antworten und auch wie verschieden die einzelnen Politiker geantwortet haben von der Art her, wie sie sprechen und so. Und für mich auch das, was ich sehr interessant war auch die Gespräche danach, die ja dann eigentlich immer irgendwie entstanden sind, was sie dann eben auch hinter der Kamera so gesagt haben. Gerade, ich habe ja auch zu dem CSU-Mann gesagt, dass ich jetzt noch ziemlich unentschlossen bin, welche Partei ich wählen will. Und er hat auch Verständnis dafür gezeigt. Am Anfang fand ich das sehr schwierig, wenn jetzt ein Politiker was sagt und du zwar eine Zwischenfrage stellen willst, die aber nicht so genau einfällt, wie du die stellen sollst. Mit der Zeit wurde das dann einfacher, also weil sich ja unter Umständen Zwischenfragen wiederholt haben, weil Politiker öfters mal also halt ähnliche Sachen sagen. Ich denke schon, dass er so mich auch so ein bisschen überzeugt hat, auf irgendeine Partei jetzt halt, also eine Partei zu wählen, weil er hat ja auch gesagt, es ist egal, also ihm ist es egal, welche Partei wir wählen. Hauptsache, wir wählen eine Partei, wo wir dann auch hundertprozentig dahinter stehen und wissen, die bewirkt auch das, was wir wollen. Also, ja. Also ob mir das Ganze geholfen hat, in dem Sinne, weil wir, einige waren ja durchaus bei uns jetzt im Umkreis als Direktkandidaten sind hier aufgestellt. Was das angeht, würde ich sagen, hätte es mir schon geholfen, also wenn ich wählen gehen dürfte. Und ich hatte auch, also bei den meisten hatte ich jetzt das Gefühl, dass sie jetzt nicht, also für mich die Partei auch anders dargestellt haben, als man sie jetzt sonst, also aus den Medien oder so, wie ich die Partei immer gesehen habe. Ich wüsste, also die Interviews haben mich definitiv weitergebracht und ich sehe die Parteien jetzt auch nicht mehr so, wie ich sie früher gesehen habe.
sondern eher ja, anders seid. Also beim Wählen und so, ich hatte vorher schon eine Tendenz, welche Partei ich wählen will, aber ich hatte, also ich kannte mich nicht so gut mit der Partei aus, aber ich hatte, also ich habe mich so ein bisschen informiert gehabt, aber halt nicht so viel, wie wir es hier gemacht haben. Und also meine Tendenz hat sich bestätigt und es hat auch, als wir die Interviews gemacht haben, also da habe ich auch so mal andere Ansichten bekommen aus der Partei und habe so gemerkt, ja, es gibt nicht nur eine super tolle Partei und die anderen sind alle schlecht, sondern alle haben vielleicht so ein paar Punkte, die einen ansprechen und man muss halt selber rausfinden, welche Partei einem liegt und ich wüsste auf jeden Fall jetzt, wen ich wählen würde. Ja, also meine Wahlentscheidung hat sich tendenziell auf jeden Fall bestätigt. Ich hatte davor eh schon so eine Präferenz, was ich eventuell wählen könnte. Und bei Interviews hat man auch einfach gesehen, dass sich das nochmal bestätigt hat. Und ja, war aber echt interessant, so andere Meinungen auch mal zu hören. Und ja. Die Interviews haben mir auf jeden Fall geholfen. Also ich habe mich davor natürlich schon damit auseinandergesetzt, was mich halt interessiert hat. Aber ich muss zugeben, dass mich die Interviews dann doch in eine andere Richtung gelenkt haben. Einfach auch von der Sympathie ist halt nochmal was ganz anderes, wenn man die Leute dann vor sich sieht. Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Definitiv. Also am meisten hat mir Spaß gemacht, das Interviewen an sich selbst und das Zusammentreffen, dass man auch mal andere Meinungen hört, was bestimmte Themen angeht. Also mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Rollenspiele. Die waren echt lustig teilweise. Und auch das Politiker-Interviewen und das Filmen fand ich mega interessant und hat auch echt Spaß gemacht, einfach zu hören, was die Politiker zu sagen haben und die filmen zu können. Ja. Also Spaß gemacht hat mir eigentlich so auch mal so die Treffen, eben wo wir diskutiert haben, halt auch weil ich einfach neue Leute kennenlernen durfte und eben das Diskutieren hat mir halt Spaß gemacht, dass man auch mal andere Meinungen hört. Natürlich die Interviews, die waren natürlich am interessantesten. Das Recherchieren war jetzt auch interessant, aber jetzt so von allem insgesamt ist jetzt nicht so meins. Also was mir Spaß gemacht hat an der Jugendredaktion war das Recherchieren und das Fragenstellen, weil ich sehr gerne mit anderen Leuten rede und auch ganz gerne eigentlich politische Diskussionen führe, gerade auch eigentlich ganz gerne mit Politikern, weil die am meisten Ahnung davon haben. Ja, schlecht gefallen hat mir eigentlich gar nichts, also bin ich ganz offen. Also ich fand eigentlich bisher alles gut. Also die Vorarbeit, die würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich nochmal darauf einlassen würde, das Interview. Und es war zwar im Endeffekt schön, aber ja, ich weiß nicht. Also anfangs war es sehr, sehr komisch, weil ich es eigentlich nicht so mag. Gerade eben, wenn man sich dann selber sieht, wenn man sich die Videos anschaut oder eben seine eigene Stimme hört. Und vor allem, wenn man sich dann selbst immer auf den Videos sieht, das ist jetzt nicht was, wo ich jetzt sehr gern mag. Also ich muss sagen, ich war auch trotzdem vor jedem Interview aufgeregt, obwohl ich dann wusste, was auf mich zukommt, sage ich jetzt mal. Also ich wusste ja, welche Fragen ich stellen muss. Ich hatte schon ein bisschen, sag ich mal, Routine. Aber die Kamera war immer komisch, muss ich ehrlich sagen. Also die Kamera an sich war zuerst echt komisch, muss ich sagen. Weil es ist halt, wenn einem so eine große Kamera so auf der Schulter sitzt, praktisch ist schon was anderes. Aber dann, also ich bin dann auch immer routinierter geworden. Also mit jedem Interview, ich war ja bei jedem dabei und dann war die Unsicherheit auch irgendwann weg. Ja. Würde ich schon machen, wenn ich halt Zeit dafür finden würde, weil Ausbildung dies das und Zeiten. Aber sonst würde ich es wieder machen. Einfach mega Spaß gemacht. Ich würde das auf jeden Fall sofort wieder machen. Und war einfach eine schöne Erfahrung. Wenn irgendwie wieder was kommt mit Kamera oder Interviews, also ich habe schon gemerkt, dass ich da dann ein bisschen selbstbewusster bin. Gerade auch, wenn wir in der Schule sowas in der Art haben. Und auch so mit Leuten reden war vorher, also für mich, ging schon, aber fällt es mir viel leichter, einfach so mit Leuten zu reden, weil ich halt, ja, ich habe halt mit Politikern geredet und ja, also es fällt mir schon leichter.
Ich finde es einfach interessant, dass man so mit Politikern reden kann und dann auch andere sozusagen damit halt auch informiert und denen dann auch sozusagen vielleicht hilft, ihre eigene Meinung zu irgendeinem Thema zu bilden oder sowas. Gut, vielen Dank. Oder möchtest du sonst noch irgendwas loswerden? Geht wählen! Sehr gut, sehr gut.